Nun, wohin zieht es den kleinen Stadtstreicher denn heute? Ich habe hier ein paar Hinweise versteckt. Wenn wir uns dieses hier, dieses Fahrzeug, ein bisschen genauer anschauen, oder etwa dieses, dann seid ihr schon ganz nahe auf der Spur. Ich bin nämlich heute in der F1 Exhibition in der Metastadt gelandet. Ja, wie ihr seht, bin ich nicht alleine hier heute bei der Formel 1 Ausstellung. Ich habe mir einen guten Freund mitgenommen, den Willi. Und der ist bekennender Formel 1 Tiger. Seit ungefähr 40 Jahren. Was fasziniert dich persönlich an der Formel 1? Alles, im Grunde genommen alles. Die Mechaniker, das Publikum, die Atmosphäre, die Stimmung, das bunte Bild. Also im Grunde genommen, und natürlich auch der Sieger. Ja, es muss einen Sieger geben. Nicht? Meistens ist es so. Wie sprach Enzo Ferrari, der Zweite ist der erste Verlierer. Jetzt werden wir dich einmal auf Herz und Nieren testen, Willi. Wie viele Runden hat ein Formel 1 Grand Prix? Kommt immer drauf an. Gute Antwort. Der Kandidat hat 99 Punkte und so viele Formel 1 Motoren, wie er tragen kann. Vor allen Dingen, es ist von Ring zu Ring verschieden. Du meinst, ob ich den Ring am Ringfinger habe oder am... Formel 1 Ring. Formel 1. Kann man den Formel 1 Ring auch an den Finger stecken? Ja, du kannst dann irgendwo hinstecken, wenn es genug kostet. Aber so genau wollte man es jetzt gar nicht Finger wissen. Finger nicht. Hast du selber Rennsport-Erfahrung? Nein, nicht die geringste. Obwohl ich schon mit Eddy Merckx gefahren bin. Was? In einem Rennen, das weißt du nicht? Nein. Er war dort und ich war natürlich, Walter Röhrl war neben Eddy Merckx. Und da bin ich mitgefahren, so ein Hobby-Radrennen war das. Tolle Sache. Schneebergwechsel, der Marathon hat sich das Ganze genannt. Nun, liebe Leute, aber nach diesem Ausflug zum Radrennen geht es jetzt für uns zwei hier hinein. Nun, Formel 1 würde ich das noch nicht nennen, aber es sind die Vorläufer. Die tollkühnen Männer in ihren heißen Kisten. 1950 war dann die Geburtsstunde der echten Formel 1. Alfa Romeo, Maserati und Ferrari matchten sich da vor allem um die Spitzenplätze. Nanu, Sie kennen diesen Formel 1-Piloten nicht? Kein Wunder, es ist James Garner und er spielte in einem Spielfilm, der sich mit Rennsport beschäftigte und an einem Formel 1-Boliden wurde diese Filmkamera befestigt. Eines der älteren Modelle der Ausstellung ist dieser Maserati 250F aus dem Jahr 1956 und interessanterweise von einem ehemaligen Ferrari-Konstrukteur entworfen, nämlich Gioacchino Colombo, nicht verwandt mit dem Inspektor aus dem Fernsehen. Ist das ein Formel 1-Motor? Hat aber trotzdem mit der Formel 1 zu tun, nämlich ist eine tragbare, leichte Feuerlöschpumpe, die man um 1950 natürlich beim Formel-1-Rennen sicher gebraucht hat. Dieses Fahrzeug, das ein bisschen wie eine Zigarre aussieht, ist doch tatsächlich ein Formel-1-Fahrzeug. Und zwar ein Ferrari 156B aus 1963. Und ein gewisser John Surtees fuhr zum Beispiel damit. Frage an meine Zuseher, wie viele Zylinder hatte dieser Ferrari 156B denn? Einmal kurz nachzählen und ihr wisst es. Und spätestens seit 1980 begann sich die Formel 1 zu einer Goldgrube zu entwickeln. Für die Rennställe und für die Fernsehanstalten. Ja, dieser Ferrari 187 aus dem Jahr 1988 ist ein absolut besonderes Fahrzeug. Es ist nämlich der letzte, der unter Enzo Ferrari konstruiert wurde. Und wenige Tage nach dem Tod von Enzo Ferrari gewann Gerhard Berger, unser österreichischer Formel-1-Fahrer, mit der Nummer 28
den Grand Prix von Monza. Hättet ihr vermutet, dass dieses Fahrzeug einen Grand Prix gewonnen hat? Tatsächlich ist es nämlich ein Alpha Tauri und hat 2020, man glaubt es kaum, den Grand Prix von Italien in Monza gewonnen. Und in diesem Cockpit saß bei dem Sieg damals ein gewisser Pierre Gasly, ein Franzose. Wer hat diesen Piloten die Autos unter dem Hintern geklaut? Nun, ganz einfach. Hier sieht man beginnend allerdings von hinten die Entwicklung der Fahreranzüge und Schutzausrüstung. Vom einfachen Helm mit einer Brille, am Anfang sogar noch aus Leder, bis hin zu den topmodernen, feuerfesten Anzügen der Formel 1 Piloten. Ja, eine der Geschichten aus dem Formel 1 Leben, unter diesen Anzügen mit Lederkappen trugen die Fahrer fallweise sogar Anzug und Krawatte. Ja, und die Liste derer, die diese Helme getragen hat, liest sich natürlich wie ein Who is Who der Formel 1. Jochen Rindt, Jackie Stewart, Niki Lauda, Alan Jones, Graham Hill, Mario Andretti, Jackie X, Jody Scheckter, Emerson Fittipaldi, Mario Andretti, James Hunt, Alain Prost, Gilles Villeneuve, Michele Alboreto und so weiter bis hin zu Keke Rosberg, Nelson Piquet, Jacques Lafitte, Alain Prost und Ayrton Senna, Nigel Mansell, Gerhard Berger, Michael Schumacher, Damon Hill, Rubens Barrichello, Mika Häkkinen, Alexander Wurz, wieder mal ein Österreicher, David Coulthard, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas und Max Verstappen. Und jetzt frage ich euch, was hat dieses Go-Kart bei der Formel 1 verloren? Ganz einfach. Der prominente Fahrer, der allerdings noch als 12-Jähriger fast noch 3 Käse hoch darin saß, ist nicht kein geringerer als Lewis Hamilton, der mehrfache Formel 1-Weltmeister. Und jetzt, liebe Zuseher, testen wir mal, wie gut ihr die Formel 1-Piloten kennt. Dieser erste Herr hier ist, jetzt habt ihr schon lange genug Zeit zum Raten gehabt, Juan Manuel Fangio, der Argentinier. Weiter geht's in der Chronologie. Es ist, wer hat schon erraten, Jack Brabham aus Australien. Der nächste Herr stammt aus Großbritannien. Es ist Jim Clark. Wie überhaupt die Briten viele Formel 1-Fahrer hervorgebracht haben. Dieser hier lebt sogar noch, die anderen drei bis jetzt waren schon tot. Jackie Stewart. Ja, den könnten wir erkennen, auch ohne rotes Käppi. Tatsächlich unser Niki Lauda leider bereits verstorben. Tja, der gute Mann Niki Lauda weiß, wovon er hier gesprochen hat, denn er hat bekanntlich ein Feuerinferno im Formel 1-Boliden überlebt. Und wie sagte man zu ihm beim abendlichen Buffet? Prost, alle! Der Franzose, ein Top-Formel-1-Fahrer. Auch schon gestorben, dieser Herr hier, Ayrton Senna, der Brasilianer. Ja, die Frage, ob er noch lebt, können nur seine behandelnden Ärzte beantworten. Richtig, es ist Michael Schumacher, der nach seinem Skiunfall in der Schweiz noch irgendwo unter Verschluss gehalten wird. Ein stolzer Spanier in der Formel 1, Fernando Alonso. Und zum Abschluss dieser quasi Hall of Fame der Formel 1 nochmal ein Engländer, Lewis Hamilton. Und wem jetzt einer fehlt? Natürlich, Max Verstappen. Was wäre der beste Formel 1-Fahrer ohne sein Fahrzeug? Allerdings hat Enzo Ferrari gesagt,
60% macht das Auto aus und 40% der Fahrer. Mittlerweile sind die Formel 1 Teams so weit, dass sie bis zu 1000 Mitarbeiter oder mehr als 1000 Mitarbeiter beschäftigen, um ihre Boliden zu entwickeln. Ein wahrhaft gutes Geschäft. Wer kennt Kinky Kylie? Das ist nicht etwa die Sängerin Kylie Minogue, sondern dieses Fahrzeug, in dem Sebastian Vettel ab 2011 für Red Bull Racing fuhr und unter anderem auch Weltmeister wurde. Nur schade, dass der kleine Staatsstreicher in diesem Cockpit nicht so wenigstens Probe sitzen durfte. Wo ist bloß das Lenkrad bei diesem Fahrzeug? Ja, in der Formel 1 gibt es das klassische Lenkrad längst nicht mehr. Schnauze, Motor und Heckflügel. Dazwischen das Steuerelement, weil Steuerrad kann man es ja gar nicht mehr nennen. Und fertig ist ein Formel 1 Fahrzeug. Naja, nicht so ganz. Da braucht es noch einiges. Zum Beispiel das Monocoque oder Cockpit, meistens aus Carbonfaser oder mittlerweile schon anderen Materialien. Und wenn ihr diese Folge des kleinen Stadtstreichers in 25 Jahren nochmal anschaut, schauen die Formel 1 Fahrzeuge vielleicht schon so aus. Und die Fahrer, wer weiß, ob sie dann überhaupt noch Menschen sind. Und hier ist er, der Red Bull RB16B, Weltmeisterauto von Max Verstappen 2021. Und da saß er dann drinnen, der gute Max aus Holland. Der kleine Stadtstreicher mit Max Verstappens Formel 1 Weltmeister-Siegerauto. Was für ein Erlebnis. Ja, und dieses etwas kleinere Modell ist nicht beim Waschen eingegangen, sondern ist ganz einfach ein Windkanalmodell, um die Strömung zu testen, bevor man das große, teure Auto entwickelt und baut. Interessant vielleicht auch, dass in der Formel 1 mittlerweile Hybrid-Turbotriebwerke eingesetzt werden, also sehr wohl auch mit Batteriebetrieb in gewisser Form. Also mit diesen Reifen würde ich bei jeder Polizeikontrolle durchfallen, wenn ich sie an meinem Auto hätte. Nicht, weil sie zu breit sind, sondern weil sie absolut kein Profil haben. Das brauchen die Formel 1-Fahrer allerdings, denn sonst könnten sie nicht mit Affenzahn um die Kurven wetzen. Wieder mal ein kleines Rätsel dazwischen, was könnte das wohl sein? Motor ist es in jedem Fall nicht. Aber irgendwie muss ja die Kraft dieses Formel 1 Motors auch auf die Räder übertragen werden. Und das macht hier dieses Getriebe. Eine raffinierte Anordnung von einer Unmenge von Zahnrädern. Ja, und gerade bei den Geschwindigkeiten in der Formel 1 kommt natürlich den Bremsen auch eine entsprechende Bedeutung zu. Und die Herstellung einer solcher Kohlefaser-Bremsscheibe dauert satte 3 Monate. Da läuft so manches Alltagsauto schon komplett vom Band. Und es sind immer historische Momente, wenn Fahrer einen Feuerunfall überleben. Und dass Romain Grosjean diesen Feuerunfall in diesem Cockpit überlebt hatte, grenzt, glaube ich, an ein Wunder. Und bei mir habe ich jetzt Corinna Kamper. Wie kam es denn zu der Idee dieser Formel 1-Aufstellung? Naja, die
Prinzipiell diese Idee hat sich über 5 Jahre lang entwickelt, dass es jetzt wirklich so weit gekommen ist. Wir sind hier in Wien bei unserem 2. Stopp der F1 Exhibition. Und naja, die Idee, glaube ich, gibt es ja für alle, ein Museum über was Besonderes zu machen. Und hier erzählen wir 75 Jahre Geschichte der Formel 1. Warum 75 Jahre? Weil es eigentlich von 1945 weggeht bis heute, eben was ist in den letzten 75 Jahren passiert, weil seit 1950 ist die Formel 1 auch wirklich offiziell ein FIA-Team geworden, beziehungsweise läuft unter dem Decknamen FIA. Was wäre denn so das prominenteste Ausstellungsstück hier? Sich nur auf eins zu beschränken ist definitiv schwierig. Vielleicht für viele, sage ich jetzt immer, Newcomer in dem Sport, wahrscheinlich der Red Bull, der hinter mir steht, das Weltmeisterauto von 2021, was Achtung, natürlich... Newcomer stimmt nicht. Naja, aber Newcomer für die... Formel 1 habe ich schon immer ein bisschen mitverfolgt. Nein, nicht du, für Newcomer in der Formel 1. Das heißt, die, die neu jetzt in der Formel 1 sind, ist wahrscheinlich das Auto ein ganz besonderes Auto, weil es eben dieser spannende Kampf zwischen Hamilton und Verstappen in der 21er Saison war. Insofern für Newcomer, für die, die vielleicht schon ein bisschen länger dabei sind, ist es da wahrscheinlich der erste Raum. Für mich ganz besonders zum Beispiel der Gerhard Berger, der Ferrari, der als letzter Ferrari noch unter Enzo Ferrari gebaut wurde und als er dann verstorben ist, einen Monat später hat dann Gerhard Berger in Monza beim großen Preis von Italien mit dem Auto gewonnen. Und vielleicht die, die schon länger dabei sind, eben dieser Ferrari. Muss man überhaupt Leute für die Formel 1 begeistern oder ist das eh so eine Geschichte mit den Gladiatoren der Neuzeit? Jeder Sport ist irgendwie ein Gladiatorsport. Insofern begeistert muss keiner. Ich finde, es ist automatisch. Heutzutage auf der einen Seite mit Netflix, wo sehr viele junge Personen wieder dazukommen. Für die, die jetzt so sagen, sie sind noch neu da drinnen, ist es sicher ein gutes Produkt gewesen. Diese Ausstellung auch wirklich wieder für die ganze Familie gedacht, von jung bis alt. Insofern begeistern muss man ihn heutzutage gar keinen mehr. Ich finde es aber wundervoll, wenn man jemanden begeistern kann mit so einer Ausstellung. Jo, stimmt. Das war Toni Polster. Wie laut soll ich schreien, dass sie die Autos umdrehen am Start? Unbedingt, ja. Das ist für mich etwas schwer, weil ich bin immer der ruhige Typ. Cut!